Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen DM-Haul für euch. Es hat sich ein bisschen was angesammelt in den letzten Wochen und ja, meine Ausbeute würde ich euch heute gerne zeigen. Vielleicht ist eine kleine Inspiration dabei oder ihr interessiert euch einfach und sagt, hey, ich will mal gucken, was die Heidi so bei DM geshoppt hat. Es wird, wie versprochen, auch eine weitere Verlosung geben. Wie gesagt, jeden Sonntag habe ich was für euch. Letzte Woche war es was richtig Cooles und Großes. Also falls ihr da noch nicht mitgemacht habt, schaut gerne mal unten in die Infobox. Video verlinke ich euch da rein und heute gibt es auch was ganz Tolles. Ich würde sagen, wir starten aber direkt erstmal durch ins Video, damit es nicht zu lange wird. Ich entschuldige mich aber vorab schon mal für den Ton. Ich weiß, dass es hier nicht das Beste ist in unserem Esszimmer mit dem Ton, es halt. Aber ich habe mir ja ein Mikrofon gekauft. Hier ist es. Ich lüge euch nicht an. Aber ich muss mich damit noch beschäftigen, weil es einfach noch rauscht. Und ich keine Ahnung habe, wie ich das Rauschen wegbekomme. Deshalb habt noch ein bisschen Erbarmen mit mir. Ich weiß, das Licht ist auch nicht das Beste. Aber ja, ihr wisst, Glasfassade vor mir. Und es ist echt ein bisschen schwierig, ein richtiges Eck hier bei uns im Haus zu finden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir noch ein bisschen. Also ich bin dran. Ich versuche mich da, was das betrifft, zu verbessern. Und ja. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Genug gequatscht, jetzt würde ich sagen, starten wir ins Video. Falls es euch interessiert, bleibt einfach mit dabei. Ich würde mich freuen und los geht's. Wir kommen am besten mal zu meinen Haaren, ja, als allererstes. Und zwar wisst ihr ja, oder die meisten von euch wissen, dass ich mir meine Haare leider nicht selbst tönen kann. Also ich habe da echt voll die Probleme, ich stelle mich da total doof an. Und deswegen ja, überlasse ich das lieber demjenigen, der das gelernt hat. Und ich hatte aber eine kleine Notsituation und mein Friseur hatte so kurzfristig keinen Termin frei. Deshalb habe ich mir dieses Produkt nochmal nachgekauft von L'Oreal und zwar in dunkelbraun, diese Grauhaarabdeckung und bin wunderbar damit zurechtgekommen. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe es nur aufgehoben, weil ich es euch eben in meinem DM-Haul zeigen wollte. Und jetzt habe ich mir vorgestern dann dieses Produkt hier gekauft, weil es mich einfach von der Verpackung mehr angesprochen hat. Okay, ich bin ehrlich, kleines Verpackungsopfer. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe mir irgendwie gedacht, nö, das gefällt mir irgendwie besser, nehme ich doch lieber das mit. Und es ist richtig, also das ist nichts geworden, wirklich. Also erstens mal, aber dafür kann das Produkt nichts, habe ich ausgesehen. Ne? Wenn ich da die Kamera hätte mitlaufen lassen, falls das jetzt gerade Deutsch war. Wirklich, ihr hättet euch so kaputt gelacht. Ich war überall voll. Also hier, hier, sogar hier unten am Hals habe ich mich eingesaut. Es war für die Götter. Ja, und jedenfalls ist das Ergebnis überhaupt nicht schön geworden. Also ich habe hier oben so einen richtigen Rotstich, also so ganz, ganz schrecklich sieht es aus. Ich hoffe, dass es in der Kamera nicht so gut rüberkommt. Jedenfalls wird es Zeit für mich, zum Friseur zu gehen. Ja, es war halt jetzt so eine Notlösung, das werde ich mir aber, wie gesagt, definitiv nicht nachkaufen. Vielleicht für euch so als kleine Warnung. Ja, dann habe ich nachgekauft, machen wir mal mit den Zähnen weiter, und zwar dieses Produkt hier von Blendermed. 3D White Luxe, und zwar verwendet das der Max total gerne und ich. Genau, also mein großer Sohn und ich verwenden diese Zahnpasta hier. Mein Mann verwendet eine andere und meine jüngsten Kinder verwenden auch eine andere. Genau, aber die kaufe ich mir immer in mehrfacher Ausführung und bin ganz, ganz glücklich mit der Zahnpasta. Genau, so, dann habe ich nachgekauft, haha, Wattestäbchen. Und ich weiß, dass da ganz viele schimpfen werden und sagen werden, nein, Heidi, das darf man nicht machen. Ja, ich mache es trotzdem. Ich wüsste auch nicht, wo das Gesetz steht, dass man die nicht verwenden darf für die Ohren. Genau, und außerdem braucht man die auch immer im Haus, ja, für andere Sachen. Zum Beispiel verwende ich die auch, wenn ich mir falsche Wimpern aufklebe oder zum Beispiel, wenn man halt mal gekleckert hat, was auch immer. Genau, also die habe ich halt immer zu Hause. Genau, dann, was ich mir immer nachkaufe, ist dieses Produkt hier. Und zwar erinnert mich das total an meine Eltern, genau. Das verwendet mein Papa und meine Mama. Das ist so eine Art Deo-Ersatz. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, aber ich habe euch auch schon in meinen Videos davon erzählt. Man könnte natürlich auch Babypuder nehmen, das ist auch keine Frage, aber ich liebe einfach diesen Duft und ich mag dieses Deo-Gefühl nicht, also unter den Armen. Das ist irgendwie, ja, das mag ich nicht und deswegen möchte ich lieber was Trockenes, also Puder, und das kommt dann halt so unter die Arme nach dem Duschen und genau, kann man auch perfekt im Sommer nehmen, um es in die Schuhe zu packen, also ja, gegen Schweiß, Füße. Also Füße schwitzen ja im Sommer, es ist halt nun mal so.
Und das könnt ihr dann super dafür verwenden. Genau. So, und meine Haare nerven mich auch in diesem Video wieder. Es ist unglaublich, dass ich mir immer in den Haaren rumspiele. Ich weiß, dass euch das vielleicht ein bisschen nervt. Sorry dafür. So, dann habe ich mir als nächstes nachgekauft dieses Produkt hier. Und zwar das Gesunde Plus. Eben diese DM-Eigenmarke. Es ist ein Spitzwegerich-Hustensirup. Und der schmeckt so, so schrecklich. Der schmeckt so ekelhaft. Aber er wirkt Wunder oder er bewirkt Wunder, sagt man das so auf Deutsch? Unglaublich, dieser Saft, also der ist pechschwarz, ne? Ganz dickflüssig, aber wirklich ein Löffel davon reicht schon, wirklich. Und also das ist für mich wie so Zauberei, dieses Produkt. Das kostet 1,95 € und ich habe das wirklich immer in meinem Schrank, habe es auch in doppelter Ausführung wieder, weil ich das meinen Eltern schicken werde nach Italien. Mein Vater schwört darauf. Also seitdem ich da mal eine Packung mitgenommen habe in meine Hausapotheke, als wir dort im Urlaub waren, an Weihnachten, genau, es war super kalt, wie es halt so ist, im Winter erkältet man sich, logisch, und da hatte ich den dabei und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, komm, nimm mal einen Löffel, ne? Der hat da so gehustet und es war weg. Unglaublich, keine Ahnung, aber kein Gewehr, ne? Also es funktioniert bei uns. Weiß nicht, ob es bei euch funktioniert. Ja, dann machen wir mal mit Kälte weiter, genau. Da habe ich dieses Produkt hier gekauft für den Lissandro. Der hat nämlich neue Schuhe bekommen. Habt ihr vielleicht in meinem letzten Vlog gesehen. Und die sind einen ganz kleinen Ticken zu groß, einen ganz kleinen Ticken. Und deswegen habe ich ihm diese Sohlen hier gekauft. Und die sind halt so thermo. Und außerdem sind die mit so Oberschicht mit 100% Wolle, genau, ganz warm. Die Schuhe sind zwar oben so gefüttert, die sind auch echt warm, aber ja, ich wollte halt was unten an seinem Fuß direkt auch nochmal wärmt. Wisst ihr, wie ich meine? Genau, die muss ich ihm dann noch reinlegen. Von Balea sind die übrigens. Ja, dann machen wir weiter. Mit was machen wir denn weiter? Genau, mit einer Tuchmaske von Garnier. Die hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Vor einiger Zeit, also einigen Monaten, habe ich die mal zugeschickt bekommen und ich fand die so, so toll. Wirklich. Und ihr wisst ja, dass ich eigentlich von Balea meine Aquatuchmaske liebe, abgöttisch. Die kostet ja nur 95 Cent und die kaufe ich mir immer in mehrfacher Ausführung, wenn ich bei DM bin. Aber ich wollte mir jetzt mal die hier wieder gönnen. Die kostet nämlich 1,95 €, aber die ist echt so mega, die ist so mega. Die Haut, die strahlt danach total und ihr seht so frisch aus und irgendwie fühle ich mich total gut, wenn ich die verwende. Die riecht auch total gut und ich glaube, ich habe jetzt 20 Mal total gesagt, oder? Sorry. Ja, genau. Deswegen habe ich sie mir nachgekauft, weil ich die wirklich mega toll finde. Und zwar hatte ich doch erzählt in meinem letzten DM-Haul zusammen mit Tara, dass ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht hatte und da gewonnen habe. Oh mein Gott, ne, blindes Huhn findet auch mal ein Korn, hatte ich da gesagt. Und ich wollte euch in meinem nächsten DM-Haul, also heute, die Produkte zeigen, die ich gewonnen habe, und zwar von Profissimo. Und ich bin ehrlich, also ich habe da bei DM noch nie so eine 8 drauf gehabt und das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, dass die auch solche Artikel führen. Und jetzt natürlich in der Weihnachtszeit kommt mir das gerade recht und jetzt habe ich mich nochmal weiter dort an dieser Theke umgesehen und die haben so, so schöne Sachen und viel günstiger als jetzt zum Beispiel bei Depot oder so. Also ihr wisst ja, dass ich Depot auch liebe, aber ja, die haben halt ihren Preis. Und hier von Profissimo, die haben so, so schöne Geschenkbänder und diese Washi-Tapes und hier diese Geschenkanhänger. Dann habe ich diese Schere hier noch dabei gehabt, ne? Kann man natürlich im Haushalt auch immer brauchen. Schere ist notwendig. Dann habe ich hier noch so Geschenktüten, schaut mal. Oder was ich euch unbedingt zeigen wollte, was richtig schön war an diesem Gewinn oder an diesen Produkten, das Geschenkpapier. Die haben so, so edles Geschenkpapier. Das sieht so, so hochwertig aus. Und zwar war das einmal das hier in Gold und dann hier, also hier mit diesen Tannenbäumen, hier so mit Glitzer. Und hier habe ich dann noch das hier für die Kinder. Also richtig schön. Ich wusste das gar nicht. Wahrscheinlich, ja, kennt ihr diese Abteilung schon bei DM von Profissimo, aber wirklich so, so schöne Sachen. Auch so andere Geschenktüten hatte ich dann noch gesehen, hatte ich auch noch zwei mitgenommen. Stimmt, die habe ich jetzt gar nicht hier. Also ganz, ganz toll, habe ich mich natürlich gefreut über den Gewinn. Dann habe ich mir noch Produkte gekauft, die jetzt nichts mit Kosmetik zu tun haben. Und zwar dieses hier von Alnatura. Kokosmus, das kennt ihr bestimmt auch, und zwar könnt ihr das auch zum Braten nehmen, ne, wenn ihr irgendwas anbratet, Gemüse oder so. Oder ansonsten könntet ihr das auch, ja, für
Kosmetik verwenden. Also das heißt, ihr könnt euch damit auch euer Gesicht abschminken oder eine Haarmaske machen. Ja, gibt es natürlich verschiedene Varianten, aber das kennt ihr bestimmt. Diese Kokosraspeln hier, schaut mal, die kaufe ich mir immer, immer und immer wieder nach. Und zwar nehme ich da Naturjoghurt und mache mir Früchte rein, also jetzt im Winter halt tiefgefrorene Himbeeren zum Beispiel oder was halt da ist. Und dann gebe ich diese Kokosraspeln drüber und es schmeckt so, so lecker. Ich mag das und deswegen kaufe ich es mir immer nach. Das ist auch ganz praktisch, weil ihr habt hier hinten dann nochmal diesen Verschluss, also dass nichts rausbröselt. Genau, das finde ich auch ganz ideal. Ansonsten, wenn man das nicht hat, macht man halt hier oben einfach diese Klammern rein. Und dann habe ich mir noch von Alnatura diese roten Linsen hier mitgenommen. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Meine Kinder, also zwei meiner Kinder, mögen Linsensuppe. Und ich finde Linsen halt super lecker und nahrhaft und eisenhaltig. Und Linsen sind einfach gut. So, und deswegen kaufe ich die hier immer nach von Alnatura. Genau, und dann wollte ich euch noch was zeigen. Genau, es gab doch diese Beauty-Boxen. Genau, die habe ich hier vorne. Moment, ich bin gleich wieder da. Und zwar diese hier, genau, dieses Schachtelglück habe ich mir einmal mitgenommen. Bei uns im DM war es nämlich so, dass man da nur eine Box pro Person kaufen durfte. Ja, war jetzt aber nicht schlimm. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Also 5 Euro kosten die ja, ne? Und ja, ich habe mir gedacht, mein Gott, also einfach nur mal so zum Testen. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich keine Beauty-Produkte. Genau, und deswegen war das ganz okay. Ich habe eine genommen und zwar von der Diana. Die habe ich sogar schon mal live gesehen und getroffen und gedrückt. Und zwar bei den Video Days. Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren 4 YouTuber, oder? Die diese Box gemacht haben. Also die Paola, das finde ich auch immer so witzig. Ganz viele sagen ja Paola. Ich weiß es nicht. Also wir in Italien sagen Paola. Aber es ist ja jetzt nicht schlimm, ne? Ich meine nur, also von der Paola, falls ihr jetzt denkt, was hat die für eine Aussprache? Dann, wir waren noch dabei? Keine Ahnung. Naja, gut. Jedenfalls waren es halt ein paar YouTuberinnen, die diese Idee hatten. Und ich habe mich für die Diana entschieden. Und ich kann euch mal den Inhalt zeigen, ganz kurz. Und zwar war eine, Karte von ihr mit dabei, genau, eine Autogrammkarte. Dann hatte ich von Balea eine Maske mit dabei und von Balea ein Haarprodukt, ein Volumenspray. Und dann hatte ich dabei von Balea eine Lippenpflege, genau, diese hier. Und dann hatte ich von Essence I Love Extreme mit dabei. Die mag ich auch sehr, sehr gerne, wobei das jetzt nicht meine liebste Mascara ist, aber die ist wirklich gut und vor allen Dingen für den Preis. Und dann hier mein liebstes Produkt und zwar ein Nagellack von Sally Hansen. Und ihr wisst ja, dass ich Sally Hansen total liebe, also so richtig liebe. Da war ich ja im Juli, auch auf dem Event eingeladen in München und die haben halt ganz, ganz tolle Farben. Ich finde das Packaging unglaublich schön. Sehr hochwertig, sehr edel. Der Nagellack an sich ist Bombe. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass dieser Nagellack hier mit dabei war. Und zwar ist es eine richtig coole Farbe, Winstock 480. Genau, richtig schön jetzt auch für den Winter. Und die sind ja auch sehr teuer. Ich glaube, die kosten, lasst mich nicht lügen, 11,95 oder so. Lasst mal gucken, ob das hier mit dabei steht. Müsste eigentlich mit dabei stehen. Und zwar, bevor ich was Falsches sage, 11,85 €. Genau. Und da habt ihr den Preis natürlich, ne, schon wieder drin für die Box. Also das ist ja mal keine Frage. Top-Angebot, Top-Schnäppchen. Ja, super, würde ich sagen. Sieht's aus. Also, und zwar habe ich mir nachgekauft von Messmer diesen wunderbaren Tee. Kann man zu einem Tee wunderbar sagen? Nein, diesen leckeren Tee. Und zwar Himbeertörtchen nennt er sich. Ohne Scheiß, wenn der leer ist, ne, muss sofort Nachschub her. Und ich liebe den total. Der schmeckt so lecker. Ihr braucht da keinen Zucker reinpacken, keinen Süßstoff, gar nichts. Der schmeckt einfach nur lecker. Dem Lessandro zum Beispiel schmeckt er nicht, ne? Ihr wisst ja, der Lessi, der trinkt total gern Tee, aber den mag er nicht. Naja, gut, hat er Pech gehabt. Trinken die Mama alleine. So, dann nächstes Produkt, dieses hier, und zwar von Airwick. Ich habe doch diese Stecker für die Steckdose und deswegen habe ich mir dieses Nachfülldingens hier gekauft. 3,95 €, glaube ich, kosten die. Das finde ich ein bisschen viel Geld, aber die sind ganz, ganz toll. Und zwar
ja, Duftstecker, genau, Nachfüllflakon, und zwar in der Duftrichtung Feuerholz, Orangenschale und Zimt. Passend jetzt eben zur Jahreszeit. So, jetzt kommen wir aber, wie gesagt, zur Verlosung. Und zwar hatte ich euch diese wunderschöne Packung hier schon mal in meinem Video gezeigt. Und zwar, mein Gott, diese Haare heute nerven mich wieder total. Achtet einfach nicht drauf. So, Moment, wie geht es denn jetzt auf? So, hier. Also, und zwar fehlen da jetzt schon zwei Produkte, die habe ich nämlich auf Snapchat verlost. Und dann bleiben diese drei Produkte hier noch übrig. Aber was ich an euch heute verlosen möchte, sind diese zwei Produkte hier. Und jetzt fliegt mir die Box gleich runter. Diese zwei Produkte bekommt ihr. Und zwar, finde ich, passt es nämlich jetzt super eben so zu Weihnachten. Ich werde die Verlosung auch gar nicht so lange laufen lassen, damit ihr es vor Weihnachten auf jeden Fall noch in der Post habt und euch dann am Weihnachtsabend schön schminken könnt. Ja, es ist nämlich diese Palette hier, die ist rot und das passt auch super, oder? Zu Weihnachten, also finde ich zumindest. Und diesen wunderschönen Nagellack. Ihr wisst, wie sehr ich die L'Oreal Nagellacke liebe aus dieser Colorige-Reihe. Die duften so, so gut. Ich habe noch nie Nagellack gehabt, der so gut gerochen hat. Und zwar ist es die 552 Rubies Folies. Keine Ahnung, ihr wisst, meine Aussprache ist nicht die beste. Genau, und ich hoffe, ihr freut euch über diese zwei Produkte hier. Und die anderen Produkte, die wird es dann eben irgendwann anders geben, vielleicht auf Instagram, Snapchat oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird diese Box nur für euch sein. Ihr wisst, dass ich unglaublich gerne teile und euch das dann zuschicke. Ich liebe es, Geschenke zu verpacken und ja, anderen eine Freude zu machen. Und ich hoffe, ihr freut euch natürlich auch. Wie gesagt, die Verlosung wird jetzt nicht so lange gehen. Schaut dann einfach mal unten in die Infobox, da werde ich euch alles reinschreiben. Ja, und das war es jetzt soweit von meinem DM-Haul. Ich hoffe, dass euch mein kleines Video gefallen hat. Ich würde mich total freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video nochmal vorbeischaut. Und ansonsten wisst ihr ja genau, dass Abonnieren kostenlos ist. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ihr müsst unten mal schauen, neben dem Abonnieren-Button, da ist so eine kleine Glocke, wenn ihr da drauf geht. Dann bekommt ihr eine kleine Benachrichtigung und dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Das vergessen viele. Ja, das war es soweit, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Macht's gut und bis bald. Tschüss!